06 TV wird Ihnen präsentiert von den LVM-Versicherungsagenturen Paul Everding und Manuel Pieper. Luke Hemmerich, 4:0, auswärts gewonnen, dein Debüttreffer dazu. Ich glaube, so hätte man sich's heute vorstellen können. Auf jeden Fall, ja. Hier musst du erstmal 4:0 gewinnen bei dem Wetter, bei den Bedingungen. Und ja, ich bin stolz auf die Truppe und dass wir hier 4:0 gewonnen haben. Und ich freue mich dann umso mehr, dass ich jetzt nach so langer Zeit wieder mein erstes Tor hier geben konnte. Ja, deswegen, und darum müssen wir anknüpfen nächste Woche. Und ja, ich freue mich, dass wir so ein gutes Spiel abgeliefert haben. Und dann ja auch wirklich eine richtig, richtig schöne Bude. Nimm uns einmal mit in die Szene. Ja, der Ball kam einfach hoch hinten rein. Ich dachte mir so, ja komm, jetzt muss man einen Pfund ablassen. Und ja, ich habe da einfach drauf geknallt. Natürlich dann auch ein bisschen Glück gehabt, dass ich den so optimal treffe. Umso schöner ist es dann, dass er natürlich so in den Winkel gegangen ist. Kleiner Brustlöser auch für dich, wie du es schon sagtest, nach eben so einer langen Zeit. Auf jeden Fall, ja. Ich bin mega happy, dass ich wieder auf dem Platz stehe, dass ich wieder Vollgas geben kann. Ich versuche jetzt jede Woche mich näher dran zu arbeiten mit dem Team und dass ich immer fitter werde von Spiel zu Spiel, ja. Nikolai Remberg, 4:0, souveräner Sieg in Wegberg-Beek. Das war vorher, wollte man es natürlich, aber dass es so deutlich wird und so gut, das war schon eine starke Leistung von euch. Also, ich glaube, keiner hat wirklich damit gerechnet, aber wir haben es super gemacht. Ja. Für dich auch ein wichtiges Ding, also erster Saisontreffer für dich, aber eben auch ein besonders wichtiger Zeitpunkt in so einem Spiel. Ja, also letztes Spiel der Johann machen können und jetzt einfach ganz wichtig, ganz früh eigentlich. Und ja, hat der Mannschaft gut getan. Und es tut nach wie vor auch gut, wenn man jetzt auswärts mit so vielen Fans eben solche Siege feiern kann. Immer noch überragend. Für mich sowieso, für Simon sage ich mal nicht mehr so, aber für mich ist das überragend. Simon Schell, am Ende war es ein sehr souveräner Auswärtssieg bei Wegberg-Beek. Danach sah es nicht immer aus, trotzdem kann man am Ende einfach stolz auf sich sein. Ja, 4:0-Sieg, glaube ich, da kann man nicht viel beanstanden im Nachhinein. Ich glaube, erste Halbzeit, das war so das Spiel, was wir auch letztes Jahr hier hatten. Ekliger Gegner, ja, viele Fouls, auch tiefstehend. Haben uns ein bisschen schwer getan. Klar ist dann so ein 1:0 nach 10, 12 Minuten, glaube ich, tut dann ganz gut. Aber hatten eigentlich trotzdem die ganze Zeit die Spielkontrolle und haben dann zweite Halbzeit, ja, halt aus den wenigen Chancen, die wir dann auch hatten, auch direkt die Tore gemacht und dann, ja, ist am Ende dann ein sehr souveräner Sieg. Ist das dann vielleicht auch so ein Flow, in dem man sich mal befindet, dass man dann eben in so kurzer Zeit drei Dinger in so einem Spiel wegmacht? Ja, auf jeden Fall. Also wir müssen einfach ruhig bleiben, geduldig bleiben in so einem Spiel. Auch wenn es halt 1:0 steht oder der Gegner bietet nicht so viel an und dann, ja, musst du halt auf die Chancen warten, die du dann halt vielleicht kriegst oder halt auch nicht bekommst. Und heute haben wir sie nochmal bekommen, haben wir eiskalt weggemacht im Vergleich zu den letzten Spielen dann auch. Und das war schon mal dann auch ein Step in die richtige Richtung, das, was die Torchancenverwertung angeht. Sascha Hillmann, wir können hier nach dem Spiel mit strahlenden Gesichtern stehen. Das ist ein sehr schönes Zeichen und ich glaube, heute ist viel nach dem gelaufen, wie du es dir vorgestellt hast. Es war genau das Spiel, das wir erwartet haben, das stimmt. Ein tiefstehenden Gegner, der auf die Fehler von uns wartet, im Umschaltmoment dann schnell nach vorne spielen möchte. Wir sind immer bedacht auf Spielkontrolle, auf Ballkontrolle, das ist unser Spiel. Wir wollten natürlich viel über die Außen spielen, weil im Zentrum der Gegner sehr massiert war und deshalb, oder massiv war, Entschuldigung, und deshalb ist natürlich dann umso schwieriger, da durchzubrechen. Wir wollten über die Flügel spielen, es ist uns mit dem schönen Tor gelungen und dann zweite Hälfte waren so 10 Minuten, wo du sagen kannst, wo der Gegner dann genau sein Spiel gehabt hat, dieses aggressive Verteidigen, dieses da reinwerfen. Wir mussten dann dagegenhalten, machen aber im richtigen Moment das zweite Tor. Ich glaube, da war der Stecker gezogen beim dritten, vierten Tor. Ich denke, dass Wegberg-Beek in der zweiten Halbzeit kein einziges Mal aufs Tor geschossen hat und dieser Sieg mehr als verdient ist. Und wichtig ist, wenn der Gegner dir sowas anbietet, dass du ruhig bleibst, dass du wirklich mit kühlem Kopf weiterspielst, positiv bleibst, auch wenn dann mal ein Ball ins Aus geht, dass wenn mal einer verrutscht oder so, dass wir immer positiv bleiben und uns dann eben mit diesen schönen Toren dann belohnen, umso schöner. Wichtiges Spiel heute, wichtiger Sieg, super Fans dabei gehabt, tolle Stimmung. Schöner Sonntag an alle da draußen. Du hast es angesprochen, eigentlich mitten in die beste Phase von Wegberg macht ihr auf einmal drei Tore. Ist das dann auch schon einfach ein großes Stück Qualität, diese Reife der Mannschaft? Ja, also wir haben natürlich auch in den letzten Spielen viel liegen lassen. Ich habe aber auch immer gesagt, irgendwann werden sie auch reingehen. Wichtig ist, dass du die Chancen hast. Die haben wir heute genutzt und das war auch mit Sicherheit der Schlüssel für den Sieg heute. Man steht jetzt ganz oben, hat aber noch nichts zu bedeuten. Das ist mir völlig... Egal, will ich nicht sagen, aber es ist natürlich jetzt nach 4 Spielen totaler Quatsch. Wichtig ist, dass wir Spiele gewinnen. Wir haben jetzt 4 Siege eingefahren, wollen weitermachen. Wir sind auf dem Weg und wollen am Samstag jetzt gegen Rödinghausen nachlegen und das ist das Ziel.